Ja, hallo zusammen, seid gegrüßt zu einer kleinen Bonusfolge zu meinem Let's Play von Chrono Cross. Bevor ich jetzt das Spiel für mich abschließe, zumindest was das Let's Play anbelangt, wollte ich hier nochmal einen kleinen Blick reinwerfen, ohne zu wissen, wie weit ich hier komme oder was ich hier tue. Ich bin halt hier nur Ewigkeiten nicht mehr gewesen, nachdem ich dieses Turnier hier einmal kennengelernt habe. Und wollte ich hier nochmal vorbeischauen. Genau, das Grand Slam Turnier, so hieß das Ding. Habe beim letzten Mal irgendwie nicht mehr auf dem Schirm gehabt, wie das hier alles genannt wurde. Aber da habe ich es wieder. Und ich gucke einfach mal. Vielleicht wird das nur ein kurzes 10-Minuten-Ding, wenn ich feststelle, hier ist nicht viel zu holen. Vielleicht, weiß ich nicht, passieren hier fulminante Dinge. Und wir haben hier alle Wow-Effekte und Aha-Momente. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Janice, die kann man hier rekrutieren, wenn man hier irgendwie weit kommt, würde ich mal vermuten. Weil das halt bei jedem, der irgendwie einen Eigennamen hat, bisher so war. Und auf den ersten Blick, oh mein Gott, ist das schon lange her, seit ich hier das letzte Mal gewesen bin. Ich würde sagen, es hat sich hier von der Auswahl her gar nicht so viel geändert, oder? Ich glaube, Total Chaos gab es damals noch nicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hier alles funktioniert hat. Also um Gottes Willen, bitte, bitte nehmt es hier nicht irgendwie als Guide für irgendwas. Ich probiere das jetzt einfach mal mit der Gruppe und dann gucken wir, wie weit wir kommen. Ich glaube, da muss man sich so ein bisschen reinfuchsen. Es wird auf die Schnelle mit mal eben vorbeischauen, wird das vermutlich nicht getan sein, weil man schon wissen sollte, wo die Stärken und Schwächen sowohl beim Gegner als auch bei einem selbst liegen. Ich glaube, hier war der in der Mitte immer der problematische. Ach ja, die Elemente habe ich ja hier auch noch. Ich glaube, dieses Video kann der Komplexität dieses Systems nicht wirklich gerecht werden. Aber ich wollte ja auch nur mal gucken. Ich habe ehrlich gesagt erwartet so ein bisschen, dass wenn ich jetzt hier mein Auswahlmenü habe mit den ganzen Monstern, dass alle Felder komplett ausgefüllt sind. Okay, ich habe mir die Schwächsten genommen und das war, warte mal, ich versuche mal abzuhauen. Ich glaube nämlich, dass ich den Kampf so nicht gewinnen kann. Vermutlich gibt es hier auch ganz gute Guides, die irgendwie einem mitgeben, wie man das sinnvollerweise macht, aber ich selber habe jetzt hier gar keine Ahnung, wie das richtig funktioniert. So, ich werde jetzt mal, einfach nur um das krasse Gegenteil einmal noch zu demonstrieren, hier die Stärksten mit reinnehmen, weil dieser Lagoonate, der war, beim letzten Mal war der auch schon der Stärkste. Also es hat sich ja eigentlich voll wenig nur getan. Oder könnte ich aktiv dazu beitragen, dass hier die Monster noch, die Monsterliste sich weiter vervollständigt? Ich habe das Gefühl, dass das fast 1:1 die komplette Auswahl ist, wie beim letzten Mal auch. Aber was weiß ich schon? Was weiß ich schon? Ich kann euch auf jeden Fall jetzt schon mal sagen, ich wollte ja, dass das hier, weil das halt von Anfang an Blind-Let's Play gewesen ist, ich wollte jetzt kein Guide oder sowas auf die, warte mal, auf die Beine stellen. Warte mal, der ist rot, der ist blau, der ist gelb. Und ich bin? Was bin ich? Wo sehe ich das? Ich sehe leider nicht, was ich bin. Ich greife einfach den an. In der Hoffnung, das ist nicht die schlechteste Entscheidung. Ist 43 Schaden, das ist ja gar nichts. Das ist ja gar nichts. Ich werde euch mal in die Videobeschreibung irgendwie so ein oder zwei Links vermutlich reinpacken, weil ich mich im Nachgang schon ganz gerne dazu belesen würde, was man hier so alles anstellen kann. Und daran könnt ihr euch gerne entlanghangeln, wenn ihr den Bedarf habt, Dinge besser zu machen als ich hier gerade, denn so ganz sinnvoll und fundiert ist das hier definitiv nicht. Aber ich habe beim letzten Mal, habe ich die erste Runde ja irgendwie überstanden. Der macht viel Schaden bei dem. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn du nicht weißt, was deine eigenen Leute für ein Innate haben. Aber ich vermute mal, dass Lagoon blau ist und deswegen hier auch ordentlich reinhaut. Der hat 99%, wenn er auf Stufe 3 angreift. Das ist der Hammer. So, ich glaube, dann werde ich mal einen Aqua Ball hier riskieren. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von meinen Leuten hier heilen kann. Ah, ich glaube, das wird eine kurze Folge, Leute. Ich will euch die Zeit nicht klauen. Ich werde jetzt hier aber auch keine 3 Stunden dran sitzen. Also ich glaube, es macht schon mehr Sinn, das hier koordiniert anzugehen. Der lebt aber immer noch.
ETF? Warum hältst du so viel aus? 25, aber der hinkt schon. Das sieht man, aber der macht mir jetzt hier mein Total Chaos, macht er mir fast kaputt. Ja, der Lagoon, der ist auf jeden Fall der, der hier am meisten drauf hat. Und gegen diesen Taurus bin ich gefühlt gerade sehr machtlos. So, warte mal, kann ich mit dir irgendwie heilen? Oh, ich habe Gravitonne, guck mal. Mache ich mal das hier. Das wird es dann vielleicht für den Taurus gewesen sein, aber mein Total Chaos wird das nicht überleben. Ich dachte jetzt wirklich, ich komme hier nochmal zurück nach so langer Zeit. Und... Warte mal, habe ich hier einen blauen irgendwo? Ja. Und dann komme ich hier zurück und dann... Weiß ich nicht, ist hier alles so voll der Spaziergang und ich komme durch die ersten Runden irgendwie easy peasy durch. Aber scheinbar habe ich das System dahinter noch nicht so ganz verstanden. Sonst wäre ich hier nicht so naiv rein. Okay, eigentlich ist das hier alles ziemlich überflüssig. Willkommen! Ihr habt zum wahrscheinlich sinnlosesten Video auf YouTube eingeschaltet. Ist doch auch mal was, oder? Kann auch nicht jeder von sich behaupten. So, Lagoon. Du kannst jetzt den Sack zumachen, indem du zumindest den hier aus dem Weg räumst. Dankeschön. Das hast du ganz, ganz fein hast du das gemacht. So, Total Chaos. Bei wem ist der imstande, viel Damage auszuteilen? Ich meine, der muss ja gut sein. 72. Guck mal, das sieht doch hier relativ ordentlich aus. Ja, auf den Catburglar kannst du losgehen. Der kann das ab. Ich weiß immer noch nicht, ob irgendjemand von meinen Leuten heilen kann. Der hat aber Churn Black. Das heißt, der wird dem Dunkelheitselement zugehörig sein. Vermutlich. Ich weiß gerade auch nicht mehr, ob die Leute geheilt werden, wenn die hier einmal durch sind. Und der Catburglar, der hat auch voll wenig HP nur. Der ist Lagoon, ist so vom Level her vermutlich der mit Abstand krasseste. 167. Aber ob wir daraus eine One-Man-Show machen können? Aber vielleicht können wir das Video ja nutzen, um mein Verständnis dafür irgendwie ein bisschen zu erhöhen. Weil was muss ich denn machen, um hier neue Kämpfer reinzubekommen? Ich weiß noch, dass ich mir die Frage im Let's Play auch schon mal gestellt habe und dann hieß es, glaube ich, ich meine, das war der O-Ton, dass wenn ich weiterspiele, dann füllen sich die Monster-Optionen dann automatisch und ich soll erstmal weiterspielen. So, hey, not bad, but how about some of this? So, ich glaube, die zweite Runde, die habe ich nie überstanden. Ja, und jetzt sind nämlich auch die Guten. Die Guten, die sind jetzt nämlich weg. Ich glaube, das kann ich mir knicken, Leute. Ich werde jetzt die Runde nochmal probieren, aber hier sehe ich nicht die Chance, das irgendwie hinzukriegen. Ne. Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit nichts. Aber wir gucken. Wir gucken. Ich sag niemals nie. Vielleicht passen die Elemente ja ausnahmsweise genauso. Aber spätestens für die nächste Runde bin ich dann halt chancenlos. Ne? Ich habe gerade voll das Déjà-vu, weil genau mit der gleichen Monster-Kombo habe ich beim letzten Mal auch aufs Maul bekommen und brauche mich hier, glaube ich, wenig Illusionen machen. Ich hätte jetzt beim Element noch geguckt, was der so machen kann. Nee, ich kann ja nicht mal richtig ordentlich Damage austeilen. Aber ich kann wenigstens heilen. Wow. Super, ob meine Leute treffen. Das ist ein Privileg, was ich aus dem Hauptspiel eher nicht gewohnt bin. Aber guck mal. Guck mal, läuft doch. Wenigstens Fledermaus einmal noch wegklatschen. Ja, und ich überlebe zumindest zwei Schläge. Ich finde, so ausweglos ist das eventuell gar nicht. Ja, wobei, nee, die hält ein bisschen zu viel aus. Warte mal, ich gehe jetzt mal auf Snobgo rüber. Ich habe ja zwischenzeitlich auch ein bisschen was über so kampfmechanische Kniffe gelernt. Ich glaube, als ich das erste Mal hier war, habe ich zum Beispiel noch nicht so damit gearbeitet, dass ich zwischen den einzelnen Charakteren hin und her switche, je nachdem, wo gerade die Ausdauer liegt. Und ja, das kann man ja jetzt ein bisschen anders handeln. Guck mal, Fledermaus ist weg. Dann lass uns mal zu ihmchen hier rüber gehen und dann versuche ich den Dreizack-Dude hier einmal aus dem Weg zu räumen. 57 ist okay. Ja. Kann man machen. Ich werde nach dem nächsten Angriff mal einmal Heal All einsetzen. Wäre auch interessant zu wissen,
Wie viele Runden? What? 177. Oh nein. Oh nein. Nix gut. Ich glaube, dann kann ich mir... Heal All erstmal sonst wohin schmieren. Das hat dann wohl wenig Fortschritt gebracht. Ich glaube, den kriege ich jetzt auch nicht mehr down. Die kommen ja alle mit zu krassem, Kram um die Ecke. Ja, komm. Ich lasse mich jetzt einmal kaputt hauen. Ich bekomme nicht mal eine neue Belohnung, weil für die erste Runde, die habe ich beim letzten Mal auch geschafft. Es war einfach nur komplett sinnlos. Wisst ihr, was ich mache, damit wir hier vielleicht noch ein bisschen irgendwie was Sinnvolles an Know-how generiert kriegen innerhalb des Videos? Ich werde mich jetzt mal... Ich werde mich jetzt mal gleich ein bisschen dazu belesen. Und mal gucken, was ich hier grundlegend falsch gemacht habe. Denn irgendwas mache ich falsch. Entweder in der Vorgehensweise mit den Monstern, die ich habe, oder... Ich mache irgendwas grundlegend falsch in der Vorbereitung, weil ich erstmal dafür Sorge tragen muss, dass bessere Monster hier reinkommen. Ich check das noch nicht so ganz. Moment. Okay, wir werden das heute definitiv nicht zu einem glorreichen Ende bringen können, denn die naheliegendste Vermutung ist im Grunde genommen die richtige. Und zwar, ich habe die ganzen guten Monster noch nicht. Und die bekommt man... Indem man, ich werde es einmal nur noch mal ganz kurz gucken, weil ich weiß, dass ich über dieses Item schon ein paar Male gestolpert bin. Diese Geschichte hier. Memorizes monsters to be used in Doppelgang Ability. Man soll, wenn ich das richtig verstanden habe, mit Sprig. Sprig habe ich jetzt gerade nicht im Team, aber haben wir ja als Option mit drin. Man soll mit Sprig und mit diesem Item starke Monster bekämpfen, um hier neue Leute reinzubekommen. Und ich kann bestätigen, dass man, wie hieß sie? Janice oder so? Jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Dass man sie auf jeden Fall rekrutieren kann und am Ende auch gegen sie kämpfen muss. Das kann ich jetzt hier leider nicht demonstrieren, weil ich nur mit den ganzen Flachpfeifen unterwegs bin und nicht mal die Stufe erreiche, über die wir sie dann konfrontieren können. Aber... Ja, es gibt auch tatsächlich, ich habe jetzt auf die Schnelle ja mal geguckt, ja, Janice, ich habe auch mal geguckt, es gibt auch tatsächlich keine guten Guides oder so. Ich habe nur verschiedenste Forumseinträge dazu gefunden und wenn jemand irgendwie einen guten Guide oder so kennt, der darf gerne in den Kommentaren drauf verweisen, dann würde ich das in der Videobeschreibung einmal festtackern, aber ich guck mal eben kurz, weil ich habe das gerade noch offen. Es gibt im Chrono-Wiki einen Eintrag zum Grand Slam, aber da geht es. Warte mal, ich guck mal eben kurz, wie detailliert die Angaben hier sind. Hier steht auch ja, nicht wirklich drin, mit welcher Strategie man das am besten macht. Vielleicht findet ihr, wenn ihr da irgendwie sucht, nach, vielleicht findet ihr gute Videoguides oder so. Also ich habe mich da komplett disqualifiziert. Ich werde diesem Video auch irgendeinen Namen geben. Um das mehr als deutlich zu kennzeichnen. Aber ja, das war ein kompletter Fail. Aber ich wollte das trotzdem nicht untergehen lassen. Wie gesagt, es hat ja heute keinen regulären Videoslot eingenommen, sondern ich wollte nur noch mal signalisieren, dass ich dem die nötige Aufmerksamkeit eigentlich entgegengebracht hätte. Aber dann stimmte die Aussage nicht, dass ich einfach nur weiterspielen muss und dass die Monster dann irgendwann mal kommen. Es wäre vielleicht so gewesen, wenn ich Sprig dauerhaft im Team behalten hätte oder mit diesem Item da gearbeitet hätte, aber zum jetzigen Zeitpunkt scheine ich hier relativ ohnmächtig zu sein. Gut, ihr Lieben, dann ja, verabschiede ich mich aus diesem sinnlosen Video, bedanke mich nochmal, dass ihr trotzdem eingeschaltet habt, um mir ein bisschen über die Schulter beim Scheitern zu schauen und ja, dann sehen wir uns vielleicht, wenn ihr Bock habt, demnächst in einem anderen Video wieder. Macht's gut, bis dann, ciao!